Ja gut, ich würde sagen, wir starten mit Spyro, aber bevor wir mit dem Spiel starten, gibt es erstmal noch was anderes für euch. Es erinnert sich der ein oder andere ja vielleicht an dieses komische Skateboard-Rennen aus dem letzten Stream am Ende. Was nicht so geil war. Ich habe das mal privat nachgespielt. Jo. Flup. Ich habe es auch aufgenommen. Man sieht, es geht 6 Minuten. Also ich habe insgesamt 1 Stunde gebraucht, um es zu schaffen. Zwischendurch gab es auch ein bisschen Betrug. Viel Spaß. Ich lasse es einfach mal komplett durchlaufen. Also man sieht, ich saß da auch schon ein bisschen länger dran. Das war eher so gegen Anfang. Man merkt auch, die Frames sind noch da. Ist vielleicht gerade ein bisschen leiser, aber joa. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, es bringt auf jeden Fall sehr, sehr viele Tricks zu machen, weil man braucht den Turbo. Man sollte schon sehr, sehr viel durchturboen. Und joa. Zumindest habe ich an einigen Stellen viele Tricks gemacht. Und auf jeden Fall auch immer schön die Abkürzung hier nehmen. Das hat doch Zeit gespart. Und dann passierte dies. Punkt 1. Wo bin ich gegengeknallt? Punkt 2. Warum hat er mich dort zurückgesetzt? Hä? Man sieht, das ist schon ein bisschen später. Ich habe keine Frames mehr. Ich bin an irgendeiner unsichtbaren Koralle hängen geblieben. Ich kann es ja trotzdem verstehen. Vielleicht bin ich wirklich irgendwo dagegen geknallt. An einem Pixel. Aber wieso setzt er mich auf eine halbe Strecke zurück wieder ab? What the fuck? Ja, man sieht es. Ich soll ja eigentlich unter 2 Minuten, 1,45 war das, glaube ich, durchkommen. Oder 1,35? Ne, 1,45. Wenn man nur noch mit halber Geschwindigkeit oder so läuft, dann merkt man schon, dass so ein 1,45 können schon sehr lange gehen. Von daher erklärt das so ein bisschen die Videozeit. Aber ja. Ich habe auf der Switch nicht die Probleme. Ja, es ist wahrscheinlich mal so. Verstehe ich auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall doch immer versucht, sehr viel Turbo zu sammeln. Immer schön viel am Stunten. Stunten? Irgendwie so. Dem einen oder anderen mag es ja vielleicht aufgefallen sein, dass wir ja eigentlich gerade in Runde 2 sind. Man achte mal unten links, ne? Runde 2. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Man möge ja meinen, wir sind ja jetzt in Runde 3. Ne? 3. Wir müssen vielleicht den Entwicklern nochmal das Zählen beibringen. Irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Drei. D-R-A-I. Genau so. Wisst ihr übrigens, ich habe auch die ganze Zeit, während ich gefahren bin, nie unten links in die Ecke. Ich habe nur oben nach rechts auf die Zeit geguckt und dachte mir so, unter 1,45, unter 1,45, unter 1,45, you can do it. Gleich schaffe ich's. Oh, das schaffe ich, das schaffe ich. Ich fahre übers Ziel und denke mir so, hä? Guck unten links, Runde 2 von 3. Hä? Und hier sind wir nochmal ein kleines bisschen später. Man sieht, ich habe noch weniger Frames. Ich war legit richtig hart verwirrt, warum ich in Runde 2 war und dachte mir so, hä? Habe ich irgendwo richtig hart Zeit verloren? Bin ich zu blöd zum Zählen? Okay, also habe ich mir die Aufnahme angeguckt und sehe dann so, hä? Der hat eine Runde nicht, der hat 2 Runden nicht gezählt. Hä? Muss ich dementsprechend auch mit ins Video reinpacken. Ich habe mal gezählt, ne? Also das Spiel läuft hier, glaube ich, gerade mit 0,75-facher Geschwindigkeit, war das? Oder war das sogar noch weniger?
Weil ich habe mal geguckt, wie lange ich jetzt für die Zeit am Ende gebraucht habe, aber ich habe es jetzt leider schon wieder vergessen. Die Sache ist, ich wollte, also man kann halt das, dieses Frame verlieren, resetten, indem man das Spiel halt resettet. Die Sache ist, es hat mir aber leider das im Endeffekt so sehr viel einfacher gemacht, weil ich so viel genauer die Tricks machen konnte. Dementsprechend habe ich mir gedacht, scheiß drauf, selbst wenn ich am Ende nur mit einem Frame pro Sekunde spiele, ich spiele das jetzt im Slow-Mode. Kann man irgendwo sagen, dass das TAS ist? So ein bisschen... Wobei, es ist nicht Tool Assisted, das ist Game Assisted, das ist GAS. Sollte ich vielleicht auch nicht als direkt in einem durchsagen. Es ist einfach Frame Abusement oder so. Oder, naja, es ist nicht Frame Abusement, weil die Frames nicht da sind, also... Ja. Wie gesagt, ich wollte das auf jeden Fall auch durchziehen, auch in der langsamen Geschwindigkeit, weil ich davon ausging... Dadurch, dass ich das die ganze Zeit mit so niedriger Geschwindigkeit gespielt habe, werde ich das mit hoher Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht mehr so gut packen. Also dachte ich mir, fuck it, wir machen einfach weiter. Bis ich irgendwann nicht mehr spielen kann, bis es so lahm ist. Und ja. Man sieht, ich... Es ist ein bisschen langsam. Ein bisschen. Aber es funktioniert bisher ganz gut. Also, Spoiler, es ist auch jetzt der siegreiche Run, aber es hat verdammt gut funktioniert. Konnte auf jeden Fall so ziemlich alle Turbos mitnehmen. Ich konnte viele Stunts machen, um viel Turbo zu sammeln. Das ist auf jeden Fall echt notwendig, dass man auf jeden Fall sehr, sehr viele Stunts macht. Allein dieser Sprung hier kann man gefühlt seine halbe Leiste einfach auffüllen und einfach durchballern. Und ja... Ich habe auch wirklich diesmal jedes Mal unten links geguckt. Hat er gezählt? Hat er gezählt? Hat er. Und Fähigkeitspunkt erhalten. Jo. Nein. Ja. Ja. So. Dann wechseln wir mal einmal auf die PlayStation. Ihr könnt kurz das Signal verlieren, aber es sollte gleich wieder da sein. So. Dann weiter mit Spyro, Year of the Dragon. 55% haben wir schon. Also etwas mehr als die Hälfte. Und dann schauen wir mal, was das Spiel heute noch so alles für uns bereithält. Das ist nicht Persona 5R. Ich gehe. Das Spiel ist länger als 2. Würde ich auch vermuten, ja. Geht eher wieder so in die Richtung von Spyro 1, würde ich sagen. Oh. Ich wollte hier auch nicht mehr rein, aber gut. Raus hier. Bitte kein Jäger. Sui Prey. Ich sehe schon. Der Sui. Die Sui-Beute. So. Okay. So, wo waren wir jetzt so? Verlorene Flotte, Frostaltäre und Bentleys Außenposten. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal alles. Das ist in der Feuerwerksfabrik und beim bezaubernden Grat erstmal wieder. So, da waren... Ah ja, stimmt. Wir haben da oben angefangen und sind dann hier runtergegangen. Dann suchen wir mal unser nächstes Level. Da haben wir den bezaubernden Grat. Dann gehen wir da mal rein. Was ist überhaupt ein Grat mit T? Kann mir das jemand sagen? Ein Tippfehler. Spyro, wir brauchen deine Hilfe. Die
bösen Katzenzauberer von Felinia haben unser Schloss gestürmt und unsere Prinzessin entführt. Wenn wir sie nicht aufhalten, muss sie Prinz Azrael heiraten. Okay. Gerade ist die oberste Kante eines Bergrückens. Ja, passt. So, was müssen wir hier machen? Der unmögliche Turm und schieß auf die Tempelfenster. Unmöglich klingt gut, das kann ich. Da war noch was. Haben die eine Armbrust? Okay. Hilfe, Hilfe. Okay, die verfolgen mich. Bis in den Tod. Kann ich auch. So, da können wir nicht weiter. Da auch erstmal nicht. Dann da vorne hoch. Da ist etwas gewachsen. Okay, ich sehe schon. Was? Okay. Random Trophäe mal wieder bekommen. Wofür, weiß ich auch nicht. Huck. Ach, die können auch nach oben schießen. Gut zu wissen. Schnell, Spyro. Wenn wir nicht sofort das Schloss erreichen, muss die Prinzessin diesen Verlierer Prinz Azrael heiraten. Ich sehe schon, sie hassen Azrael. Hier war doch eben noch... Ja, Leben. Leben haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Kann ich von hier aus eigentlich auch darüber? Theoretisch. Bringt mir das irgendetwas? Nein. Dann da lang. Lass das mal. So. Das ist richtig gefährlich hier mit den Katzen. Wenn wir einfach jeden Gegner hier groß machen. Nee, das reicht auch nicht. Lass mich raten, das Ding stampft runter, sobald ich da versuche durchzukommen. Natürlich. Ich wollte es trotzdem mal wissen. Wobei ich mich da frage, wie ich da durchkommen soll. Oh. Hätte ich einfach hier draufklettern können? Nee. So, du willst wieder Geld von mir, ne? Wofür? Heute ist ein Glückstag, Spyro. Die Zauberer und ich haben einen Deal ausgehandelt. Für eine kleine Gebühr helfen sie dir, die Treppe zu heben. Und lass... Eine weise Entscheidung, Spyro. Ich sage den Zauberern, sie sollen die Treppe hochziehen. Und viel Glück bei der Rettung der Prinzessin, oder was? Ja, für den zählt eh nur das Geld. So, weg mit dir. Ja, wenn wir hier wieder so einen Frosch mitnehmen. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Heilung zu haben. So. Nein! So, und dich noch. Ob ich da irgendwie vorbei muss an dem Turm? Ob das der unmögliche Turm ist? Okay. Ich bin stärker als der. Also wenn ich auf den zurase, dann geht das. Oh. Secret. Ich habe Benjamin gefunden. Menschen beschweren sich über Nook. Und dann gibt es hier den McMoney-Sack. Ja.
Moment. Ich glaube, man kann sich über viele Leute beschweren. Aber der ist auf Platz 1 dann. Ist hier oben noch was? Ah. So. Mal das da auf. Kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Muss nur alles selbst einsammeln, ohne Sparks. Moment, wie war das? Schieß auf die Tempelfenster. Vielleicht damit. Ja, das könnte funktionieren. Oh ja, kann ich wirklich. Muss ich sogar auch. Okay. Dann machen wir es mit den anderen Gegnern unten auch alle mal eben. So, und weg mit dir. Und nicht weg mit dir. Aber ich kann zumindest hier schon mal hinfliegen. Oh, nice. So, und weg mit dir, bevor der mich gleich noch weggehauen hätte. Beleben! So. Dann holen wir uns eben noch den Stuff hier unten. Ist hier irgendwo noch eine Kröte? Könnte ein bisschen... Oh, ich habe da noch was übersehen. Das liegt alles nur daran, dass ich keinen Sparks mehr habe. Moment, ich habe was gesehen. So. Leber nehme ich ungerne. Oder allgemein Innereien. Nicht so meins. Keine Zeit verlieren. Prinz Azrael und seine Katzenarmeen wollen unsere Prinzessin entführen. Was haben die eigentlich alle so einen harten Akzent eigentlich? Wo kommen diese Feen her? Kann ich hier schwimmen? Nein. Kann ich nicht. Aber hey, jetzt habe ich wenigstens wieder einen vollen Sparks. Habe ich irgendwo mal gespeichert. Ah, die hat gespeichert. Perfekt. Never mind. Sie hat nichts gespeichert. Die sind alle wieder da. Was? Das war. Achso. Ich laufe einfach da vorbei. Was ist das für ein Schatten hier unter mir? Fliegt hier irgendwas rum? Ach da, die Windmühle. Ich habe mich gerade richtig hart irritiert einfach. Prinz Azrael ins Schloss laufen sehen. Wir müssen ihn stoppen, bevor er die Prinzessin erreicht. Und das. Ich hab mich gerade bei den Abgrund fast geschoben. Scumbag-Fee. Au. Das ist hier eindeutig die Stage, wo ich am allermeisten getroffen werde, gefühlt. Weil mich alles, gefühlt alles einfach trifft. Könnte ich auch gerne darauf verzichten, von allem getroffen zu werden. Nein, nein, nein. Lass das.
Ich sehe schon, Sparks hat einfach richtig falsche Prioritäten. Der geht eher nach dem Essen, anstatt nach den Verdiensten. Also das müssen wir dem auf jeden Fall nochmal neu beibringen. Verdienste first, dann alles andere. So, und dann hoch. Ich denke mal, die schießen mit so... Weiß nicht, so Klebepfeilen oder wie diese... Die Dinger auch immer heißen. Hi, Spyro. Ist Prinz Azrael nicht süß? Die anderen Feen und Zauberer lassen uns nicht heiraten. Also werden wir durchbrennen. Übrigens, Azrael sagt, du kannst dieses Ei haben, wenn du keinem sagst, wohin wir gehen. Okay. Also eigentlich wollen die durchbrennen, aber keiner will die lassen. Okay. So funktioniert das hier. Nope, lass das. Ach, guck mal. So ein Ding. Nehme ich gleich mal mit. Wobei, da ist Pengu. Mit dem kann ich doch sicher auf irgendwelche Türme schießen. Dann mache ich erstmal schnell in einen Krug und laufe dem mal so ein bisschen hinterher. Wo war das? Ah, Moment, da. Ich sehe was. Nein! An der Kante abgerutscht. Probieren wir das nochmal. Wobei, Moment, ist der Topf jetzt auch wieder da? Oder ist er hier oben wieder? Ha. Echt, es gibt ein Spiel, da haben sie sich beim Wort Schießen ein bisschen ungünstig verschrieben. Sehr ungünstig. Was? Ach, da ist der Topf. Moment. Als ob! Natürlich schießt er mich noch aus der Luft. Ich dachte, die sind zum blöd zum Scheißen. Aber stattdessen sind die leider nur zu blöd zum Scheißen, aber nicht zu blöd zum Schießen. Hä? Bin ich nicht durch den Wirbel durchgeflogen? Oder durchgerast? Hä? Wird man nicht mitgenommen, wenn man durchrast? Moment. Jetzt wurde ich mitgenommen. Okay. Das Spiel hat mal wieder seine eigenen Regeln. I see.